Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Planet Nomads. Ja, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet, habe das Auto nachgebaut, habe dieses hier platziert. Einfach aus dem Grunde, weil ich von den Entwicklern die Info bekam, wie ich an meinen alten Spielstand zurückkam. Das habe ich natürlich gemacht und der Spielstand konnte jetzt aber mit dem alten und neuen Spielstand in eins rein, habe ich mir gedacht, ist zu schwierig, das auszuprobieren, sondern habe ganz einfach gesagt, komm, die drei Schritte, die ihr mit dem Auto hast, machst du nach und stellst das hier hin und wir fahren dann durch die Gegend. Geht auch, ne? Gut, das heißt, ich werde den alten Spielstand auf jeden Fall auch weiterführen. Gut, jetzt sind wir hier aber unterwegs, wir wollen ja gen Süden fahren mit diesem Gefährt. Und das ist aber verdammt nochmal schnell unterwegs. Das ist aber was anderes wie der andere, den wir gebaut hatten. Ja, ich glaube, der hebt auch ab, wenn man über Steine fährt. Und der ist total schwer zu steuern. Dafür ist er verdammt schnell. Da müssen wir mal gerade gucken, ne, ob man noch was sieht. Sieht man noch gut. Ja. So, fahren wir da weiter. Versuchen jetzt mal die südliche Richtung einzuschlagen. Oh oh. Wow. Und krass, oder? Ist noch zu sehen. Oh oh. Ja, hier ist eine schicke Anhöhe und ich glaube, wir machen das ganz einfach so, egal ob wir das noch sehen können oder nicht. Zurzeit kostet es ja nicht viel, aber es ist auch tatsächlich nicht mehr zu sehen, der Strahl. Das heißt, wir könnten hier mal einen bauen, ne? Wir müssten ja von da gekommen sein. Gehen wir mal ein Stück zurück. Jetzt pflanzen wir das mal hier hin. Das war die 6 für den Motor, die 9 für das Licht und die 0 für den Beacon. Kurz den Motor auswählen, dort Licht machen und dort Licht machen. Passt. Dann da raus aus dem Modus und wieder die T-Taste Werkzeug weg. Beziehungsweise Bauteil weg. Und dann hier wieder in unser Auto. Jetzt würde ich ganz gerne gucken, wie weit das ist. Dass wir das andere auch noch sehen, ne? Wann sehen wir den wieder? Sehen wir den überhaupt wieder? Das ist die Frage, oder? Ich sehe nämlich keinen Lichtstrahl. Das ist jetzt aber hier nicht unser Anfangsbaum, ne? Oder vergisst er das, wo wir gebaut haben? Das wäre ganz komisch, ne? Ich glaube, dem ist so. Das ist ja ganz doof, oder? Dann würde der Beacon ja jetzt gleich auch wieder weg sein, oder? Oder haben wir uns so verfahren? Oh. Ich sehe nichts mehr. Und das ist doch hier die Anhöhe, oder? Ja, schade.
Das ist ja doof. Ich gehe mir so vor, als ob das hier unser Anwendungsbereich ist. Ja. Ja, das ist gar nicht schön. Und wir haben gerade Bodenkontakt sogar verloren, so schnell sind wir gefahren, ne? Ja, hier ist ja ein Wald, ne? Krass, oder? Dann wird hier nichts gespeichert. Ja, dann war es das. Das ist ja voll doof, oder? Was wird denn bitte schön hier dann gespeichert? Gar nichts. Schade. Bauteile aussuchen. Was machen wir dann? Rampe, Raised Floor. Setzen wir mal auf die 3 Raised Floor. Und machen wir mal erstmal nur so, das reicht erstmal. Dann die 3 ausgewählt. Ja, das ist auch so ein schönes Ding immer noch. Schnappt total schlecht ein hier. So. Nochmal das Ganze. 9x9 machen wir. Frontlight. Damals. So. So, jetzt das Licht vom Wagen, naja. Jetzt machen wir noch die Null dahin, den Biegen. Kann man den da draufstellen, geht auch, cool. Dann die 6 für den Motor. Das verbinden wir gerade einmal. Und dann war's das. Nee, das wollte ich gar nicht. Und dann ab ins Auto. Dann steigen wir ein. Und dann fahren wir rückwärts mal weg.
Ich will hoffen, dass wir nicht gleich irgendwo vom Baum landen. Bom. So, weiter. Ah, jetzt sind wir hier in so einem Wald drin, ey. Festgefahren, super. Gut, da geht's weiter. So, jetzt ist er weg. Jetzt fahren wir da wieder hin. Gucken, ob die Plattform noch da ist. Komm, da lang. Und ist alles weg. Lost. Hier ist nichts mehr. Kommt auch nichts wieder, der speichert nicht genug ab. Hier war das, glaube ich, oder? Ja. Das ist natürlich richtig doof, ne? Ja, schade. Ja, was bedeutet das, ne? Das bedeutet, hier brauchst du nichts bauen, weil alles geht verloren. Das macht keinen Sinn dann. Warte mal. Hier, da war es wahrscheinlich. Hier haben wir vielleicht was gebaut. Da fehlt der Rasen. Krass. Ja, schade. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, da lohnt es ja gar nicht weiterzumachen, ne? Weil wenn du was baust, ist es weg. Ja, tolle Erkenntnis, ne? Keine Welt entdecken, ohne sein Haus zu verlieren. Gut, naja, dann wissen wir das schon mal. Aber da müssen wir mal weiter überlegen. Vielleicht gibt mir einer oder andere einen Kommentar dazu, was wir machen. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Naja, mit dem nächsten Mal müssen wir uns dann nochmal überlegen, ne?